Hallo und Servus YouTube, herzlich willkommen heute zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute vom Ghost CO, ein weiterer John Deere fügt sich in die Reihen ein, und zwar ein 8220 in der Version 3.0. Es ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung der Version, die wir auf dem Server haben. Ich muss sagen, sieht optisch natürlich sehr ähnlich aus zum 8530, allein schon wegen dem Modell, weil es größtenteils, würde ich behaupten, dasselbe ist und auch von den Farben her sehr ähnlich. Ja, ich kann schlecht die ganzen Urmodder vorlesen. Schaut einfach auf Modders da. Da stehen sie alle, von Zotillo bis VMV-Modding über den Roller und zum Schluss der Ghost. Ja, es gibt hier natürlich Zwillingsreifen, wie ihr auf der rechten Seite schon sehen könnt. Zwei Versionen, einmal mit Fronthydraulik und einmal mit Gewicht, das jeweils auf 400 Kiloschritte zuschaltbar bis 1,8 Tonnen ist. Warntafeln sind mit R hier hinten auch oder mit Keypad hier, Keypad 9 glaube ich, auch zuschaltbar. Genau, hier haben wir dann hinten Radgewichte bei der normalen Fronthydraulik-Version, genau. Und hier bei der Gewichtversion haben wir dann hier die vorderen Gewichte drin beim Frontgewicht. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Shop an. Der Shop ist natürlich sehr detailliert hier verstanden gegangen. Hier haben wir 220 PS Leistung. Ich bezweifle, dass das richtig ist. Ich glaube, er hat 250 PS, der 220er. Es ist nämlich kein R. Der R steht ja dafür, dass er im Prinzip die neue Serie die Leistung auch anzeigt, die er typenmäßig hat. Also ein R220 würde dann auch 220 PS haben. Da dies ein älteres Modell ist, ich würde mal sagen, mindestens 10 Jahre. Obwohl mindestens, ja, da will ich jetzt schlecht eine Schätzung abgeben. Ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen älter. Der hat, ich glaube, ziemlich sicher 250 PS. 120.000 ist der Kaufpreis bei beiden. Sehr schönes Bild, sehr schönes Logo. Dahinter die Zwillingsreifen, kann man überhaupt nichts sagen. Für 5.000 steht auch da, wofür sie gebraucht werden. Und der Traktor braucht dann hier 240 Euro am Tag, um ihn am Laufen zu halten. Genau, das war's hier vom Shop. Die Lok sagt uns Gott sei Dank auch, dass der Mod fehlerfrei ist. Das hört man und sieht man sehr, sehr gerne. Genau, das passt alles wirklich einwandfrei. Lass dich nicht von den ganzen Warnings täuschen, die sind nicht von diesem Mod. Ich weiß, ich sollte am besten alle Mods rausschmeißen, aber was denkt ihr, wie lange das dauert, auf einmal jeden Mod rauszuhauen? Und ein paar Mods brauche ich doch, sowas wie Player Camera, HUD-Teiler, da geht das nicht so einfach. Das dauert mindestens 5 Minuten, das auszusortieren. Und das bei jedem Mod, Halleluja. Freunde, nein, das werde ich weiterhin so machen. Ich habe damit kein Problem. Ich sag euch, ob der ist logfehlerfrei, dann könnt ihr mir das glauben. Wenn ihr irgendwelche anderen Mods habt, mit denen es sich beißt, dann kann ich nichts dafür. Genau. Natürlich haben wir hier sehr schöne Texturen. Die Reifen sind natürlich S15 Standard, hier mit den Felgen, wo wir auch sagen können, die sehen sehr, sehr geil aus, sehr detailliert. Hier der Steig hier zum Hochgehen, alles sehr, sehr detailliert. Schöne Farbe und wie gesagt, die Felgen und die Reifen sehen sehr gut aus. Die Felgen sind leicht eckig, gut, das ist mal ein kleiner Negativpunkt, aber die Felgen, wenn man sich da innen anschaut mit den Schraubenköpfen, sieht schon sehr geil aus. Und im Heckbereich ebenso, mit der Heckhydraulik und so weiter. Zugmaul, Oberlenker, alles sehr schön gemacht. Ich glaube, der Oberlenker ist sogar neu, Freunde. Der Oberlenker ist, glaube ich, sogar neu. Die Hydraulikanschlüsse sehen nämlich sehr, sehr gut aus. Wir haben auch ein Kennzeichen hinten dran und die Achsen sehen vielleicht nicht, ja, die sind nicht ganz mittig. Das ist ein bisschen schade. Dafür passt zumindest der Traktor an sich so. Also fällt es nicht groß auf. Ja, die Lichter sehr detailliert, sind relativ platt, aber dafür sehen sie super aus. Die Warntafeln, möchte ich behaupten, sehen auch gut aus, definitiv. Innenperspektive können wir von hier schon sehen, sieht gut aus, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und vorne natürlich leider die nicht ganz so schönen Logos hier. Dafür diverse Feinheiten hier vorne mit den Achslenkern und was es noch alles gibt. Achstrichter sieht man hier hinten durchschimmern. Und Gelenkwellen, alles mögliche, hier die ganzen Kraftstofffilter und so weiter, Lichtmaschine müsste auch irgendwo drunter sein, sieht sehr, sehr geil aus, alles richtig geil. Vorne haben wir auch das Gewicht, das passt auch super, die Scheinwerfer gehen auch und die vorderen, würde ich sagen, sind auch in Ordnung. Wenn man hier mal ein bisschen reinschauen kann, ja, sieht man gleich die schöne Pracht unter dem Modell stecken. Auf dem Dach sehen wir auch nicht mehr viel, vorne die Scheinwerfer oben sind natürlich hier auch weg, wie es eigentlich, glaube ich, im Original auch so ist. So, kommen wir zu den Funktionen, Freunde. Vielleicht doch sogar noch vorher zum Sound, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann würde ich sagen, hören wir uns den Sound kurz an. Indoor-Sound ist relativ leise, man hört ihn noch. Und außen, finde ich, ist der Sound nicht relativ laut, das finde ich ganz gut. Maximalgeschwindigkeit sind 50 km/h.
Und ich finde, das ist relativ nahe dem 8530 an, wenn es nicht sogar derselbe Sound ist. Finde ich für mich kein Problem. Ob es jetzt der realistische Sound ist, können wir drüber streiten. Ich weiß es nicht, ich habe das Ding noch nicht am Laufen direkt live gesehen. Aber hört sich schon mal für den Sound relativ gut an. Mit der Taste R, wie gesagt, die Warning Signs, also die Warntafeln an der Seite gehen an. Licht haben wir hier vorne, leider LS13, ich weiß. Wie beim 8530 auch. Und oh, wie gesagt, oben keine Arbeitsscheinwerfer, nur hinten. Blinker ebenso in voller Funktion. Sieht man auch vorne vielleicht ein bisschen dezent, aber gut. Die LS15 Standard-Rundumleuchten. Der Lenkanschlag ist relativ schön. Wir haben auch sehr schöne Kotflügel. Wie gesagt, da hat sich wenig geändert. 50er Tafel, 50er Aufkleber. Der fährt aber nur 40. Habe ich jetzt gesagt 50? Ja, fährt 50, ne? Gut, dann passt das. So. Weitere Möglichkeiten hier mit Keypad 9 ist die Gewichtszuschaltung. Funktioniert nicht wie Z, wie im Ding angegeben. Ich kann es zumindest nochmal probieren mit Z, aber ich glaube nicht, dass es geht. Nein, mit Z geht gar nichts. Mit der Keypad 9 Taste könnt ihr jeweils auf 200 Kilo, 600 Kilo, 1000 Kilo, 1400 und 1800 Kilo zuschalten. Wie gesagt, Keypad 5, 6 Arbeitsscheinwerfer ist klar. Und ansonsten, ach, okay, Freunde, jetzt kann ich euch was sagen. Und zwar, aha, Freunde, ihr könnt also hier sowohl Radgewichte als auch Frontgewichte zuschalten. Und zwar geht es mit der Alt-Taste und der Keypad 9-Taste, da könnt ihr die Gewichte durchschalten. Gewicht 1 sind 1800 Kilo, ist das Frontgewicht, da können wir dann wieder mit der Taste, mit der einzelnen Taste 9, das zum Beispiel auch wegmachen oder nur 1000 Kilo hinmachen. Mit Alt 9 wieder wechseln auf die Radgewichte, Nummer 9 drücken und schon wieder weg. 0 Kilo sehen wir da stehen. Also das funktioniert sehr gut und ich bin überrascht, das habe ich so noch sehr selten gesehen bei Mods. Und wenn wir uns mal die Funktion von dem Modell anschauen, guck dich mal an, wie die Gelenkwelle sich dreht. Das ist absolut der Wahnsinn, aber das habe ich schon beim 8530 ausgiebig erklärt. Modellmäßig stehen die sich hier in fast nichts nach. Türen gehen mit der IC-Steuerung nach links und nach rechts. Nur nach links auf. Hier haben wir noch den Greenstar, den können wir natürlich auch anschalten. Sieht ganz gut aus. Weitere Funktion ist, die Motorhaube lässt sich öffnen, da schauen wir gleich noch runter. Das Heckfenster ist natürlich auch dabei, Dachfenster gibt es bei den Modellen keines, leider. Sitz ist relativ schön und die ganze Innenperspektive hochauflösend, schöne Farbe, gut, das Dach kann man noch drüber streiten, das ist nicht ganz so schön, da guckt aber auch selten jemand hin. Die Sicht ist hier nicht mal so gequetscht wie beim normalen 8520. Ich muss nochmal hier reinschauen. Ne, Freunde, die Sicht, ich glaube, da hat man wirklich ein bisschen was gelernt. Die Sicht passt jetzt relativ gut. Die ist nicht mehr so gequetscht. Wie gesagt, Lenkrad lässt sich super, super steuern hier. Das sieht super aus, die über die Drehung und das Lenkrad wackelt auch nicht oder eiert irgendwie perfekt gerade. Und wie gesagt, von Inneneinrichtung würde das Ding halt ist ja positiv beurteilen. Also maximale Bewertung, würde ich sagen. Die paar Sachen auf dem Dach kann mal verschmerzen, wenn man sich den Rest anschaut. Der passt wirklich 1A. Außerdem wird uns auch der Ganghebel hier auch angezeigt. Der Wahlschalter quasi, ob wir vorwärts oder rückwärts fahren. Und in der Mitte neutral. Das zeigt er uns an. Bei Gas, bei W und S oder bei Stehenbleiben. Nichts drücken. Finde ich cool. Spiegel verbaut. Außen werden die Spiegel auch angezeigt. Das ist gar nicht mal so blöd. Verbraucht vielleicht minimalst mehr Leistung. Aber das ist so gering. Das sollte sich eigentlich in Grenzen halten. Ja, sonst kann ich hier dem Teil sehr wohl seine 5 Sterne zusprechen. Man kann drüber diskutieren. Texturmäßig sind hier sicherlich Sachen, die sind nicht so schön. Das ist klar. Aber größtenteils, wirklich, damit meine ich 90% des Traktors, sind absolut spitze. Texturmäßig die restlichen 10%, wie hier das Gitter, das ist relativ pechschwarz. Ist mir noch nicht mehr aufgefallen. Und beim 8530, den zeige ich euch jetzt kurz. Den haben wir hier. Sich das Gitter an, das sieht wenigstens schön nach Meshgitter aus. Das sieht eigentlich fast besser aus, möchte ich behaupten. Ansonsten ist das meiste hier gleich, wie man sehen kann. Und deswegen auch hier 5 Sterne für die beiden Mods, Freunde. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich sag danke für den geilen Mod vom GhostCO. Und ich hoffe mal, vielleicht wird da noch irgendein anderer kommen, auf den wir noch sehnlichst warten, den wir noch nicht so oft gesehen haben. Weil ich bin halt ein riesiger Turnierfan und freue mich über jeden halbwegs guten Turnier und dieser ist halt wirklich, wirklich wieder ein Top-Gerät. Mal schauen, was auch kommt. Das war's auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao und Servus.